Und willkommen zurück zu Visera Clean Up the Toll. Und wieder hier in unserem schönen Wäldchen. Und irgendwo rennt dann auch noch so ein alter Mann rum mit Wischmopp in der Hand. Sie kann die Laune kippen innerhalb von Sekunden. Bis eben hatte ich noch Lust auf das Spiel. Ja, du hast gerade gesagt, du hattest gute Laune, das muss ich zu ändern wissen. Ja, das ist dir definitiv gelungen. Mein Talent, ich sollte damit zu Supertalent gehen. Ja. Ich glaube, da wirst du nicht gewinnen, weil da sitzen auch noch alte Männer in der Jury und. Da willst du. Nee, lass ich mir einen anderen Spruch einfallen. Der Frauenanteil ist ja immer sehr gering in der Jury. Ja. Den habe ich aber. Was geht ab? Was geht ab? Nicht mehr viel nach deinem lauten Spruch hier. Hätte ich gerne mal. War das nicht motivierend? Ich hätte gerne die Waffe zu der Munition, das wäre doch was. Ja, ne? Ja, weil jetzt gerade aktuell könntest du sie gebrauchen. Ja, dann würden wir ein bisschen Player spielen. Nee, das können wir nachher noch. Ja. Da kannst du nachher noch zeigen, was du drauf hast. Nein. Teamkill gibt's hier nicht. Aber auch nur, weil es keine Punkte dafür gibt. Auch so nicht. Nö, lieber Powerwolf, du weißt, ich hab dich noch nie im Spiel erschossen, wenn es nicht sein musste. Und diesen permanenten Beschuss von 7 Days machst du ja auch immer, nicht ich. Das ja, ich glaube, dann hat nichts anderes beweist. Material. Ja, das war dann höchstens mal die Ausnahme. Ausnahme? In jedem zweiten Video? Ja. Das ist immerhin nur 50%. Das geht schlimmer. Guck mal, wenn ich jetzt ganz vorsichtig bin. Ey! Hast du das gesehen? Die Kisten haben mich hier runtergeschubst. Mach mir gleich, das ist dein Spiel. Auch von hier hinten aus muss man ja echt weit zum Ofen latschen, ne? Ja, wir bräuchten das Zeug hier. Du, pass auf, ich suche ein paar Stickies. Dann bauen wir unseren Forest-Stammwagen. Ja, genau. Ein Loch hole. Und schieben den immer durch. Da kriegen wir bestimmt 7-8 Kisten drauf. Bestimmt. Nichts passiert. Ups, nichts passiert, ist immer gut an. Auf jeden Fall hört sich das so an, wie nichts passiert. Ja, dann lass uns mal eine Kette bilden. Eine Kette aus zwei Personen? Ja. Na, du wirfst, ich fange und immer so weiter. Du weißt schon, dass wir dieses Werf und Fang schon mal hatten. Weiß mit nicht. Mäßigem Erfolg. Okay, dann lass uns das. Bei der Schneemap. Ach ja. Können Sie sich daran erinnern? Das war etwas desaströs. Ich glaube, wir haben da ziemlich viel Unordnung gemacht, ne? Nein, gar nicht. Dann ist ja gut. Die Kaboom-Map. Absolut nicht. Auf welche Map hat wieder mal Unordnung gemacht? Ja gut, das wäre dann die erste, ne? Ja, die. Ja, eben. Oh, gar keine. Erste. Lauf. Du hast das verloren. Ich weiß, meine Beine haben sich selbstständig gemacht. Das haben manchmal Beine so an sich, dass sie weglaufen. Richtig. Was sind das für Beine? Die würde ich aber Beine, die ich sehe. Die würde ich aber umtauschen, ganz ehrlich. Ja, ne? Boah. Da kommt sie auch schon. Ja, ich komme hier ganz spazieren. Ja, ganz zu mir alter Mann sagen, das haben wir gerne. Und selber hier mit Oma 3 Speed durch die Gegend kriechen. Hallo, wir kriegen hier heute nur 5 Euro pro Stunde, ja? Da wird doch nicht anfangen zu rennen. Wie, du kriegst 5 Euro die Stunde? Ja. Ich habe hier noch gar nichts gekriegt für den Quatsch. Ach, deshalb spielst du das so gerne. Ich hab mich. Ich krieg hier nur ein Okay, das wird mich ja jetzt an deiner Stelle ankotzen, wenn du jetzt auf einmal hörst, dass du Geld dafür kriegst. Ja, in der Tat. Ich bin auch. Die gute Laune steigt. Wir brauchen so eine gute Laune, Barometer wäre jetzt. Immer mehr, ne? Das wäre jetzt. Ja. Aber ich hab in der. Der richtig nette, motivierte Spruch und dann ja noch das. Aber ich hab in der Tat noch. Aber das kann ich dir später erzählen, noch eine gute Nachricht für dich, die deine Laune wirklich heben wird. Aber das... Erzähl! Und zwar, du weißt doch, dass wir immer womit wir unser Programm hier bearbeiten, ne? Unsere Videos, ne? Ja. Und da gibt es wieder neue, tolle Gratis-Videos. Gratis-Videos? Nein, die sind nicht gratis, das kostet 30 Euro. Aber, wie es der Zufall so will,
laufen die wieder bei meinem Account gratis. Ja, Leute. Zum Download. Okay. Weiß auch mal nicht. Ach so, du meinst jetzt hier die Effekte und ja, genau. Also das mit den Gamer da meinst du? Genau. Das ist wieder gratis. Hast du es auch schon gut? Nee, weil bei mir ist es ja nicht gratis. Aber du weißt ja, wie das geht, ne? Müsstest du mir nur wieder Passwort sagen? Ja. Hast du das nicht mehr? Nein. Du hast es geändert gehabt. Ich ändere doch nicht mein. Ja, hast du. Weil ich hatte mich einmal aus von deinem Account abgemeldet, um mich wieder bei meinen anzumelden, um auch zu gucken, ob das auch bei mir alles so ist, weil ich dieses Update auch hatte. Und er hat gedacht, naja, dann guckst du mal rein, vielleicht hast du ja auch diesen netten Bug. War ja natürlich nicht so, mit meinem Glück. Und dann hat er gedacht, ach, dann meldest du dich mal wieder um. Und dann hieß es nachher, dass du denn vor ein paar Stunden, 48 Stunden oder was weiß ich, das Passwort geändert hattest. Jetzt weiß ich auch, wofür das Passwort war, was ich jetzt in dem Kopf habe. Voll. Ich hatte nämlich, ich hab mir ein schönes neues Passwort ausgedacht. Ich wusste nicht mehr, wofür das ist. Lol. Der steht ja auf meinem schlauen Unterlagenblock. Ha, lol. Cool. Gut, dass du das sagst. Jetzt weiß ich das endlich wieder. Ja. Denke ich mal, dass das war. Aber das alles wüsste ich jetzt nicht. Ich habe nämlich überall mal Passwörter getestet. Das sind aber immer noch meine alten. Immer noch 1, 2, 3. Mein Passwort. Aber das andere ist ja. Passt auch. Neu. Die meckern immer. Ich verstehe das gar nicht. Das sind doch Zahlen und Buchstaben. Den kann man sagen. Hast du denn auch das Titelpaket mit drin? Weiß nicht, ich habe alles geladen, was man da runterladen konnte. Bis auf ein oder zwei, da haben die wohl den Fehler gemerkt, aber ich glaube, drei oder vier Stück waren das. Drei Stück. Mein Vorgamer, sag ich jetzt mal, kam ja noch Titel vorher noch rein. Ja, kann sein. Ich habe drei Stück runtergeladen. Ja, Titel war da, glaube ich, mit bei. Cool. Das sind nämlich die beiden Sachen, die ich mir eigentlich so holen wollte. Ja. Und so wie mir mein Passwort wieder einfällt. Also hast du genug Geld, kriegst 5 Euro, fällt mir gerade ein hier pro Spiel. Kannst du das auch kaufen? So wendet sich das Blatt wieder. Zu meinem Gunst. Na, dann lass dir mal das Passwort einfallen wieder. Ja. Ich bin ja schon froh, dass ich jetzt die Seite weiß, das Passwort. Normalerweise sind wir umgekehrt. Oh. Das, ich wollte gerade sagen, das war ich gar nicht. Was machst du denn schon wieder hier? Ja, das war's. Aber ich hab's noch was drin. Ich kam dir gerade entgegen. Ich weiß. Ich wollte doch gerade sagen, das war ich nicht. Du sollst hier nicht im Dunkeln rumgehen. Das ist. Ich bin sehr schreckhaft. Da liegt hier noch eine Leiche. Ja. Alte Männer, weißt du doch. Die kriegen gleich ein Hetz Kasper. Ja, ja. Hast du ja umsonst den Titel, ne? Ja. Wer ist Kasper? Alter Mann? Mein Titel ist der TZ. So. Der Schönling. Alter Mann, jetzt kannst du gucken. Jetzt steht da eine Lampe. Der alte Mann guckt gleich, aber wo ist das blöde Gewehr? Ich glaube, hier hängt die Powerbrezel auch irgendwo am Baum. So wie in der letzten Folge. So Predator-mäßig. Was ist denn das für ein Planet? Du weißt aber schon, wenn du mich da anhängst, dann musst du alles alleine putzen. Dann mach ich Feierabend. Ey, bin ich doof. Du wirst auch bezahlt. Ich weiß ja, wer hier nachher putzen muss, weil die Lampe kaputt gegangen ist. Ja, lol. Nee, noch nicht. Ich wollte gerade sagen, hast du jetzt schon kaputt geschmissen? Nein, so schnell bin ich auch nicht. Ich bin alt. Ich lasse Zeit. Dann stelle ich da so lange Lampen hin, bis du irgendwann einen ganzen Haufen voller Lampen hast und du das dann nachher wegmachen darfst. Ich glaube, kann man das wirklich nicht abkürzen? App. Nein. Ich glaube nicht. Bist du jedenfalls nicht hoch? Kaboom, 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 komm. Da war Feuer drauf. Ab, 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 knall. Cool wäre es ja, wenn man in dem Radio so eigene Songs reinhauen könnte oder so. Um Gottes Willen. Was denn? Würde ja nur das Spock-Spock-Lied laufen die ganze Zeit. Das hatte ich als erstes. Ja. Da hast du aber Glück gehabt mit deiner Platte. Ja. Die hat dir dezent den Arsch gerettet. Das sah richtig gut aus. Das war mal richtig nice. Das haben wir auf Video. Geil. Ja, so rein zufällig hatten wir das auf Video, ja. Ich habe sogar auf Aufnahme gedrückt. Da haben wir aber nochmal Glück gehabt. Wow, das hast du geschafft? Ja, jetzt lass du mal nichts abstürzen hier, denn... Wollte ich gerade sagen. Haben wir eine coole Szene, Leute, bei ca. 11 Minuten.
Muss ich mir nur merken, dass ich das ins Video schreibe. Ja, 10 Minuten. Ja, also komm, ich hab 10 Minuten. Kommt ja noch mein cooler Vorspann. Oder so ähnlich. Ja, so ähnlich, ja. Ich werde auf jeden Fall nur noch mit Platte jetzt an den Herd gehen. Wenn die liebe Powerbrille die anderen Fässer, die hat sie gefunden. Ja, natürlich. Ja, ich hab vorher schon gesehen. Naja. Ich wollte auch mal eins knallen lassen hier und du hast es mit deiner blöden Platte versaut. Oh, das Stimmungsbarometer fällt und fällt und fällt. Aber dafür war das andere auch cool. Einzige Pluspunkt. Weg. Weg. Höflich wie eh und eh. Weg. Natürlich. Ich bin immer ganz lieb gewürzig. Ob die Kiste jetzt auch mal weg kann? Weil das sieht komisch aus, ne? Weil also zumindest hat die Kiste Feuer. Ja. Aber ich glaube, die beiden Sachen fliegen gleich weg. Mal gucken. Gut, dass du das sagst. Hast Pluspunkt. Ja. Aber schon mal ein so ein Paket. Ein so ein Set. Genau. Oh, die Gedöns. Platte. Ob die Kiste auch schützt vor der Explosion? Mach Boom. Boom. Pass auf, wenn ich mich. Warten, töte ihn. Wenn ich jetzt mich umdrehe, dann weiß ich, was passiert. Ja. Und so eine schöne dramatische Musik gerade im Hintergrund. Ja, da. Komm. Mach Boom. Ich mach die Boom. Bam. Du hast das einzige Fass gebracht, was nicht knallt hier wieder. Nicht, das war auch so ein Knallfass. Oh, ich bin das drin. Oh, lauf. Ja. Ja. Halt nö. Das ist halt ein Montagsfass gewesen. Ja, oder ein Freitagsfass. Oder ein Freitagsfass. Mal gucken, vielleicht treffen wir jetzt einen anderen Tag. Ich glaube, zwei haben wir ja noch. Also bei mir war Video zuguckt, die wird schlecht. Ich hoffe die ganze Zeit. Der kann zu Hause auch gleich. Ich hab noch mehr. Liebe Powerbrezel, ich hab noch welche hier gebunkert. Aha. Ich will den Kistencheck machen. Haben wir noch eine große Kiste? Weiß ich nicht. Wenn da jetzt nichts mehr ist, dann nichts weiter. Nee, nicht. Nochmal. Doch, hier vorne am Ofen direkt liegen noch zwei. Cool. Dann warte mal. Das Fass ist noch gar nicht weggebrannt da drinnen. Na, dann knallt's vielleicht noch. Das knallt, wenn ich das andere reinschmeiße. Ja, musst du gar nicht mehr herkommen. Ich beeile. Ich will ja sterben am Ofen. Das musst du dir so eine Kiste links rumholen. Gerne. Jetzt sind da drei Fässer drin, die knallen. Ich glaube, die knallen auch so. Okay. Das funktioniert wohl nicht. Funktioniert wohl nicht bei jedem. Du auseinandergezerfetzt wirst, so richtig so boom, flash, flash. Wieder ein Beweis dafür, dass das Leben nicht fair ist. Die liebe bootartige Powerbrezel überlebt das wieder locker flockig. Ja! Und mich zerlegt jetzt wieder komplett. Der Teufel kann mit Feuer aufgehen. Ja, das ist wohl wahr. Ihr habt's gehört, liebe Leute, was die liebe Powerbrezel ist. Es ist immer ein Vorteil, ein Teufel zu sein. Ja. Oder sagt daran, dass... Wenn man nett ist, fliegt man nur aus, wird man nur zerfetzt. Das passt. Ach, Mensch. Katz. Ich geh da weg. Ich trau dir nicht. Ha! Es ist Magie. Es ist Magie. Ich mag kein Magie. It's Magic. Ja. Ja, da wegflog, das war keine Magic. Oh, das war auch magical lustig. Ja, aber wie? Das war Fable. Fable? Hey, Drama Base. Drama Base, ja. Nee. Also, das ist eine. Das ist eine Endlos-Map, ne? Ich pack die rein, hau ab. Aber warum denn? Ich versteck das fast. Ja.
irgendwo versteckt. Boah, das ist eine schöne Grafik aber, ne? Ja. Kann man nicht meckern bei dem Spiel. Nee, vor allem bei der Map, wenn die Sonne so durch die Bäume scheint. Muss mal hier hochgucken, wo ich stehe. Nachher. Ich bin unterwegs. Ich balanciere gerade ein Fässchen hier hoch. Ja, dann treffen wir uns am Tunneleingang. Ich hole schnell noch irgendwas, was wir verhökern können, wollte ich gerade sagen. Gib mir eine Kiste. Ich verliere gleich eine Chipstüte. Ich balanciere gerade eine Chipstüte am Rand. Chipsi, halt doch, ich hab's weit geschafft. Ja, die Physik ist schon gut gemacht manchmal. Manchmal der letzte Mist und so wie jetzt. Und manchmal total Goal. Goal. Goal mit O. Ey, Chipsi! So, geht doch. Bleibt sie wieder? Ach da. Follow me! Oh, hier ist auch eine riesen Blutleiche. Oh, hier liegt sogar noch Leiche, siehst du wohl. Toll. Gut, dass wir hier. Aber guck mal hier hoch. Ah. Sieht geil aus, ne? Ja. Und jetzt, wo ich schon hier sind, komm mit, Kollege. Der hat auch die Aussicht genossen. Vielleicht ist das kein gutes Omen, dass ich jetzt wieder zum Ofen gehe. Dann habe ich mich auch wieder für die Arbeit zerrissen. Habe ich ihn überhaupt noch? Ja. Vor. Das ist cool, wenn du irgendwie so ein Ballerspiel spielst, kannst du mit dem um die Ecke gucken, weißt du? Als ja. Bei Players quasi schießen die alle und dann kommst du. Haha. Ja, genau, und der hält erstmal so eine Puppe vor. Ja. Und dann ballern sie alle ihre Munition drauf leer und dann kommst du um die Ecke. Und schießt vorbei. Ja, genau. Und in unserem Fall schießen wir vorbei. Oder machen Abpraller irgendwie. Ja, schießen gegen die Wand, die Kugel kommt zurück und sie tun. Ja. Aber wir hinterlassen wir bestimmt ein paar sehr verwirrte Gegner. Ja. Ich hab die Lester gemacht. Naja, wir sind ja auch nicht darüber verwirrt, weil das bei uns ja einfach normal ist. Ja. Ich habe sogar Teambeschuss, wenn ich alleine spiele. Ja. Da ist das Prinzip mit der Wand und so weiter auch vorhanden. Ja. Aber jetzt gibt's ja den Hardcore-Modus. Ja. Jetzt müssen alle so spielen, wie ich immer spiele. Naja, müssen nicht, ne? Sie können es ja freiwillig auswählen. Ja, aber die Server sind ja Pflicht, denn. Ja, aber auch nur, wenn du die Server auswählst. Du hast doch immer noch die anderen Server. Ach, wir nehmen so einen Hardcore-Server. Oder? Aber das habe ich mir für unsere Let's Play so gedacht. War es das? Ich glaube es. Ich habe jetzt hier nichts weiter, was hier erstmal leuchtet. Dann gucken wir mal, was wir da noch so Schönes finden. Was hat hier noch? Lämpchen? Hier sind noch Kisten versteckt. Ja, aber wie unsere Players-Runde lief, seht ihr eventuell morgen. Je nachdem, wie verbuggt das Ding jetzt ist. Ja, müssen wir erstmal gucken, wie das läuft, ne? Ja. Weil da ich ja jetzt ja mehrmals gelesen habe, dass Player jetzt ja erstmal performancemäßig Probleme hat. Vor allem mehr als normal. Ja. Das war vorher schon so ein. Na, bei uns zumindest. Das, ne? Viele haben es ja auch, wo es sehr flüssig läuft. Mit dir haben auch alle NASA-Rechner. Eben. Und ich habe mir so einen Kosmodrom-Rechner. vom nordkoreanischen Raumschiffprogramm. Raumschiffprogramm. Raumfahrtprogramm, so heißt das. Schlaue Wort. Aber egal, ich würde sagen, wir räumen die Ecke noch leer und dann können wir dann nächste Woche endlich die Wischmob-Aktion starten. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir schon mal ab und zu mal einen Eimer mit zurücknehmen. Ey, hier vorne direkt im Tunneleingang sind noch viele Patronenhülsen, die ich jetzt gerade erst. Ja, den Kleinkram schmeißen wir noch in die Eimer. Patronenhülsen machen ja keinen Dreck. Ja, ich meine nur, dass wir die da vorne denn nicht vergessen dürfen.
hier in diesem Dschungel was vergessen. Ah, das Fass. Ja, hier werden wir bestimmt nichts übersehen müssen. Nee, wieso nicht? Oh oh. Aber so wirklich viel Wäsche müssen wir da hinten eigentlich gar nicht, ne? Das ist alles hier. Hauptsächlich. Ja. Und den Dschungel nochmal absuchen. Ja. Ob irgendwelche Kollegen dann auch sich versteckt haben. Ich denke mal, da liegen noch so einige Kollegen rum. Hoffe ich auch nicht. Hopp. 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 Das Fass hast du nicht gefunden. Das finde ich gut. Aber nicht danach gesucht. Das ist das beste Versteck. Ich bin am Arbeiten. Bei die Patronenhülsen wegräumen da. Ja, Plan B. Ja. Eine Patronenhülse. Noch eine Patronenhülse. Party, Party! So. Machen wir den Kleinkram auch gleich hier weg. Passt. Ja, gefühlte 5 Folgen brauchen wir hier zum Wischen, also von daher. Döte 5 und nachher sind 6. Das ist ja meist so. Ja. Brauchen wir nur wieder eine Dödelfolge machen und dann. Ja, das reicht ja schon. Wir wären bestimmt schon 5 Maps weiter, wenn wir keine Dödelfolge gemacht hätten. Der hält mir das Spiel schon durch. So, ich glaube, das ist die letzte. Reiner. So. Dann holen wir hier nochmal was. Aus der Ecke. Nein, ich mach Fußstapfen, Mist. Das soll dein Burner versteckt sein? Wieso, wo ist es denn? Auf dem Ofen? Nein, vorher war es woanders, aber ich habe Angst, dass ich vergesse, wo ich es versteckt habe. Das Hanna war richtig gut. Bevor wir es gar nicht wieder finden. War gar nicht so einfach, das so brauchen. Auf. So. Das Ding auf dem Ofen ist auch gleich mit explodiert. Alles macht so kaputt. Ich habe nämlich gerade ein Fass reingestellt, weil da habe ich ja oben gleich dein Fass gesehen. Und dann ist das eben gerade mit danach gleich explodiert. Alles macht so kaputt. Ja. Dafür sind die Fässer doch da. Auch wieder wahr. Du putzt schon genau da, wo wir noch langlaufen. Nehmen wir nur die großen Lachen weg. Und wir quasi sowieso wieder neue von daher. Ich glaube, Lachen machen wir keine mehr. Aber gut, weiß man nicht, wer die Powerbrüssel, aber die wieder eine Idee hat. Eben. Eben, du. Vielleicht liegst du denn nachher als Blutleuchter. Schon wieder? Ja. Ich finde schon noch meine Platte.
hast doch eine im Kopf, muss das nicht reichen? Wenn ich einen Pop hätte, du denn, wäre einiges leichter, glaube ich. Was soll das hier? Latte incoming. Oh. Sorry, Lampe. Oh, das ist ja mies, hier sind Schusslöcher im Stein. Ach ja, hast du ja schon gesagt. Wollte gerade sagen, hab das schon erzählt. Das ist genau. Jetzt weiß ich zumindest, wo du meintest. Jetzt weiß ich es endlich mal, ja. Vor, keine Ahnung, vor 2 Folgen oder so. Das ist schon 2 Wochen her. Ja, eben. Und die Platte in meinem Kopf verhindert. Sowas. Ja, das Durchdenkvermögen. Genau, das ist, meine Gedanken sind undurchdringlich quasi. Ja. Lalala. Moin. Moin. Ich glaube, ich habe da richtig vorhin gesaugt jetzt. Das ist schön. Ja, was ist Dschungel, was ist Dreck? Gute Frage. Und die Antwort darauf erfahrt ihr nächste Woche. Hast du was irgendwas komisches entdeckt oder? Ja, ich weiß nicht, was hier diese gelben Flecken, die man auch machen kann, die sieht man hier ja gar nicht auf dem Boden. Oh. Was für gelbe Flecke? Das ist doch nur dieses giftgrüne Zeug da. Ja, aber das hinterlässt so eine ekligen gelben Flecken auf dem Grün. Achso, ja. Die sieht man ja richtig gut. Dieses ganz helbe nachher, ne? Genau. Das wird uns bestimmt 1-2% kosten. Solange es nur 1-2 sind. Und nicht so 20. Nee, das, die 20% sind ja die ganzen Einschusslöcher. Und die 5 Leichen im Baum, die wir vergessen haben, aber. Wahrscheinlich, ja. Ja, man muss eigentlich nur 75 Mal auf dieselbe Stelle umher wischen, so um sicher zu gehen, ne? Mhm. Wir müssen die ganze Map abwischen, komplett. Ich bin schon bei, ich habe schon 1,8% fertig. Wow. Aber wir dürfen nur nicht vergessen, welche das waren. Dazwischen müssen wir nochmal abschauen. Mach doch Kreuze auf dem Monitor. Ach, du bist so schlau. Aber warte mal, wo ist mein Kuli? Mach lieber Edding, das sieht man besser auf dem Monitor. Ja, siehst du, ja, das Kuli ist alles. Immer so, so ja, das verblasst immer so doll, ne? Okay. Ist. Kommt nachher richtig gut, wenn du nachher Player zockst für die ganzen Kreuze auf dem Monitor. Da sind die Gegner. Mhm. Hast du auf der Map markiert? Ja, alles. Und noch viel mehr. Oh. Ja, genau. Wo fliegen wir hin? Da ist Kreuz drauf. Ja. Und gleich hat es Boom gemacht. Und mit dem Knall beenden wir auch. Oder mit einem Knall beenden wir auch diese Folge beenden. Ich gehe nochmal hin. Ich schaue mir die Show nochmal an. Kaboom! Da! Lass und die ja, wir haben eine Kaboom. Bin ich extra 75 Kilometer für gelaufen. So, da kommen wir auch schon angeflitzt. Na, na. Auf geht's. Lass es noch einmal knallen. Die Powerbrezel, guck mal, du hast da Blut im Gesicht. Ist weg. Klatsch, 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 klatsch. Knall. Ja, knall. Komm doch, hab keine Angst. Komm, wir spielen Putzroulette. Oh Mann, zu spät. Groß Neues und so. Ja, und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Warum ärgerst du mich immer? Oh, weil ich kann. Weil ich es und weil du es verdient hast, RTZ. Und weil ich 5 Euro die Stunde mehr verdiene als RTZ. Weil er nämlich 0 verdient. Ey, ich brauche gar nicht sagen. Gut, wie gut. Dann sagen wir auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.